Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper und unserem süßen Husky hier. Es müsste ein Husky sein, ja. Okay, wir haben zwei Aufträge fertig. Ich denke mal, wir machen weiter. Oh, wir haben zwei verschiedene Aufträge diesmal. Wir haben einmal hier hinten und einmal hier. Ich würde sagen, wir fangen hier mit an, oder? Eine Chance der Veränderung. Ein hyperaktiver Hund, eine Katze des Nachbarn und ein einfallsreiches Geschwisterpaar, das sind die Zutaten eines Desasters. Besonders dann, wenn die Kinder ihre neue Erfindung im Elternschlafzimmer ausprobieren wollen, alle Haustüren offen stehen und die Katzen den Hund ärgern und ihre tägliche Rennen starten. Kurz gesagt, niemand ist verletzt, das Schlafzimmer wurde niedergebrannt und eine Renovierung ist unvermeidlich. Na dann, wollen wir da mal ein bisschen helfen? Oh Gott, das ist wirklich niedergebrannt da oben. Halleluja, ich glaube, da müssen wir aufs Dach steigen, damit wir das da relativ sauber kriegen. Ah, das müssen wir sehen. How did it happen? The answer is Jiří, Cilka and their brilliant ideas. Add our dog chasing neighbor's cat to that and the result is obvious. The boom was so loud, the firefighters were on their way before I even called them. You know what my husband said? Hanička, maybe it's an opportunity for a change? Okay, let's start with his storeroom then. Our kids live on top of one another because he has to hoard this garbage. They are growing up. They need privacy and their own space. Maybe this will calm them down a bit. Eine Chance der Veränderung. Okay. Auf geht's, wir müssen das Haus erstmal reinige die Verschmutzung, räume den Müll auf. Oh mein Gott. Hier sieht's echt dreckig aus. Moment, hier muss ich putzen. Müssen wir erstmal gucken, wo ja noch Müll ist. Also hier im Garten ist auf jeden Fall nichts. Wo befindet sich hier Müll? Ich sehe jetzt auf den ersten Blick hier nicht wirklich was. Außer da oben vielleicht, ja. Reinige die Verschmutzung, räume den Müll auf. Ich könnte sogar Rasen mähen, aber ich weiß nicht, ob ich Rasen mähen soll. Also Terrasse soll ich nichts machen. Was? Name ändern? Okay. Nee, möchte ich jetzt nicht. Okay, warte mal, dort oben ist Müll. Die Frage ist, wie komme ich denn da hoch? Wir fangen einfach mal hier drinnen an. Ich denke mal, hier unten soll ich nichts machen. Garderobe. Badezimmer auch nichts. Hier soweit auch nicht. Das ist der Garten. Da soll ich noch mal ein bisschen Müll aufräumen. In der Küche soll ich nichts machen. In der Garage soll ich auch nichts machen. Okay, wunderschöne Küche. Das heißt, das spielt sich alles hier oben ab, denke ich mal. Meine Güte. Echt dreckig hier. So, Badezimmer. Nix. In dem Zimmer auch. Oh, schöne Spielkonsole. Schöner Rechner. Drei Bildschirme. Gefällt mir. So. Hier sollen wir auf jeden Fall erstmal was machen. Gegenstände verkaufen. So, los geht's. Fahrrad, das Ding weg. Das alles fort hier. Alles weg, hier muss ein neuer Raum rein. Alten Rechner, alten Monitor. Noch ein bisschen den Dreck beseitigen hier. Warte mal, Leuchtstoffröhre muss ich noch verkaufen. So, dann fangen wir am besten an, Bodenfliesen verlegen. Das sieht schon mal gut aus. Dann soll ich in Blau streichen. Ich nehme am besten einen XXL-Eimer.
Nimm am besten den XXL-Eimer. Es geht am schnellsten, denke ich mal. So, da oben noch. Oh Gott. Ich will nicht die Decke streichen. Das ist, glaube ich, verkehrt gewesen. Halleluja. Okay, ich kann jetzt auch Decken streichen. Gut zu wissen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht Sinn und Zweck der Sache hier. Okay, der Raum ist gestrichen. Man kann das erstmal weg. Wir müssen Ehebett rein. Okay, ein Ehebett, dann wahrscheinlich ein ein Schreibtisch. Das ist kein Schreibtisch, ne? Nachtschränke muss ich mal schauen. Also auf jeden Fall eine. Was ist denn das? Eine Uhr. Werkzeugtafel, doppelte Kommode. Okay, die ist relativ klein. Die stelle ich mal hier hinten hin. Die Lampe kommt hier drauf. Und Schrank muss hier auch noch rein. Oh Gott. Das Bett doch nochmal anders stellen hier. Ja. Okay, das wird auf jeden Fall ziemlich vollgestopft hier, denke ich mal. Es wird auf jeden Fall ziemlich vollgestopft. Was ist das denn hier? Schraubendreher. Was für Schrauben? Okay, Mülleimer, den packen wir mal hier daneben. Hier komme ich. Ah, das ist alles so eine Sache. Eine große Yucca-Palme. Warte mal. Die kommt dahin. Bettvorleger. Was ist das jetzt gewesen? Sollte das ein Fernseher sein oder eine Tafel? Okay, Moment. Laptop muss da rein. Kommen wir nicht mehr drüber, ne? Buch. Oh Gott, was ist das denn? Ach, Herr Jemine. Ja, okay. Muss ich wirklich nochmal umdekorieren, denke ich mal. So. Da muss ich auf jeden Fall nochmal umdekorieren. Das gefällt mir noch nicht so richtig, aber ich könnte ja das Bett. Hier daneben, dass man hier noch da durchkommt. So, dann sind wir nämlich hier drinnen fertig. Dann ist das. Aber was soll das denn für ein Vieh sein hier? Boah, kann ich da. Keine Ahnung. Das müssen sie selber wissen. Okay, Couch verkaufen. Erneuern. Einige die Verschmutzung. Ich will Verschmutzung. Ich will die Verschmutzung hier. Reinigen. So, Laminat verlegen.
Okay, und Gegenstand kaufen, Aquarium, das kann hier hin. Okay, im Moment ist solche Lamina. Ja, da brauche ich auf jeden Fall mehr. Das reicht nicht aus hier. Kann's auf jeden Fall relativ schnell verlegen. Das reicht halt noch nicht. Muss ich noch ein bisschen was kaufen. So. Okay, das haben wir hier. So. Und hier dahinter komme ich nicht. So, warte mal. Prozent. Sehr schön ablegen, verkaufen. Und das muss wieder hier hinter. Wunderbar. Okay, hier muss ich ein bisschen was machen. Oh mein Gott. Fenster ersetzen. Das muss erstmal alles weg hier. So. Aber wie komme ich denn hier jetzt nach draußen? Beziehungsweise nach oben auf dem. So, warte mal. Hier kann ich erstmal ein bisschen was verkaufen. So, da komme ich nur raus. Verschmutzung. Dann habe ich hier drüben noch ganz schöne Verschmutzung. Oh. Okay. So, das hat geklappt. Dann fangen wir mal an. Streiche, Bodenfliesen. Wir fangen an mit Bodenfliesen. So, male die Decke mit der Farbe Weiß. Streiche die Wände in Pink. Okay, also Decke in Weiß. Okay. Decke ist gestrichen. Dann kann ich jetzt hier anfangen. Die Wände zu streichen. So, ich gehe erst immer einmal ganz grob rumdrum, damit dann der Rest relativ schnell klappt hier. So.
So, hier drüben noch. Wunderbar. Das kann ich verkaufen. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Tür. Sehr schön. Dann brauche ich ein... Oh, das ist aber ein großes Bett hier. Naja gut, warum nicht? Und ein großer Kleiderschrank. Okay, gut. Lichtschalter ist ja ganz klar eigentlich. Eine moderne Deckenlampe muss hier ran. Zwei von den Dingern, die müssten ja eigentlich... Oh, Moment, da muss ich nochmal ran. Eine Steckdose montieren. So. Da rein. Okay. Sehr schön, das haben wir auch. Zwei Lampen auf dem Nachttisch. Was sind das denn hier? Ja. Eine Palme da genau ans Fenster, oh mein Gott. Hundeposter. Eine Heizung. Das sind ja nur die Anschlüsse, ne? So. Und Steckdose ist noch irgendwo hier. Hier ist nämlich noch eine Steckdose. Ah, okay, die sehe ich nicht. So, die muss ich noch montieren. So. Wunderbar. Bin ich trotzdem noch nicht ganz glücklich, weil ich noch so ein komischen Bettvorleger dorthin packen muss. Und da bin ich mir halt noch nicht so richtig sicher, wo ich den... hinpacke. Okay, der passt eigentlich nur hier hin. Schönes Kinderzimmer. Okay, Bodenfliesen. Dann auf jeden Fall eine Tür rein. Streich in den Farben heller Pfirsich. So, das sollte man eigentlich hinkriegen. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht an die Decke komme. Ich muss daran denken, dass wir jetzt auch hier halt jetzt die Decken streichen können. So, hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Nein! Gefährlich, gefährlich. Okay, das wäre aber erledigt. Sehr schön. Dann muss hier auch ein
Bett rein. Sehr gut. Dann, was haben wir denn hier? Laptop, Schreibtisch. So, dann habe ich gesehen, ein Kamstock-Käfig. Ist auf jeden Fall riesengroß. So, Lampe kommt natürlich hier hin. Stuhl hier davor. Und das zwei Barhocker oder was? Ja, muss natürlich auch einer hier neben das Bettchen. Und Schrank. Jetzt kann ich, dass die immer so große Schränke brauchen. So, ein Poster. Zwei Nachttischlampen. Okay, jetzt packe ich hier natürlich. Die sollten natürlich eigentlich ein bisschen anders sein. So. So, die Teppiche passen sogar hier hin. Das ist ein großer Spiegel. Der kommt hier hin. Ein Buch. Boah, was, das liegt gerade so noch oben, ne? Laptop. Grünpflanze. Und Wandgemälde. Sehr schön. 100% erledigt. Wow, ich bin schon durch. Wirklich. Gut. Ich dachte, draußen müssen wir noch was machen. Ah, das war da oben. Okay, das sieht frisch aus. Alles klar, dann gehen wir hier mit 100% aus dem Auftrag heraus. Guckt mal, da ist ein schöner Hamsterkäfig. Hier haben wir auch noch ein Zimmer für die Kleine. Alles schön mit Holz und neue Türen. Dann haben wir hier, sieht aus wie das Elternschlafzimmer, was ein bisschen eng ist. Das Haus sieht wieder richtig gut aus. Wunderbar. Das heißt, auch dieser Auftrag ist abgeschlossen und wir können uns freuen, was der nächste Auftrag bringt. Mal sehen, was für Tieren wir es noch zu tun bekommen. Na, mein Hundi? Na, mein Hundi? Na, mein Hundi? Du bist ein ganz süßer. Sehr schön. Mach Sitz. Ja. Genau, du folgst mir nämlich nicht. Kann ich damit interagieren? Oh Gott. Oh Gott. Der arme Hundi. Okay, was sagt? Wir haben wieder einen neuen Auftrag. Sehr schön. Den machen wir aber erst im nächsten Part. Mal ich das an. Okay. Wunderbar. Ich muss mir aber auf jeden Fall ein neues Häuschen definitiv. Ja, ist ja gut. Du kannst da drauf gehen. Das ist alles für dich. Hundeklo kannst du draußen. Guck mal, ich mach dir die Tür auf. Kannst du mal rausgehen, wenn du willst. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Hausflipper Pets DLC. Bis dahin, macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.